Das Ganze soll ein Schwein geben. Millimeter Douglasie. Soll nur keiner sagen, das ist ein Spielzeug. Die Maschine schafft es, macht es so ganz gut. Und das mit einem 7er Blatt. Pebeco 7. Also, ich muss sagen, die Leistung ist beeindruckend. Das Ganze soll ein Schwein geben, das ich hier als Sparkasse oder als Geschenkverpackung für Geld gesägt habe. Jetzt muss ich sie nur noch ein wenig nachschleifen und dann ist es schon in Ordnung. Werde ich das jetzt noch kurz machen. Der Bohr ist etwas zu klein, finde ich. Schon besser. Und so sieht das Schweinchen nun von vorne aus. Aufmachen und hier habe ich Platz. Gebaut habe ich das an der Dekubiersäge. Ich habe es ausgeschnitten nach der Form, die ich mir da ausgesucht habe. Die habe ich mit freundlicher Genehmigung aus einem Dekubiersägenforum mir ausleihen dürfen. Und das ist daraus geworden. Also die Form außen ausschneiden, dann die Schnitte hier, ist da kein Problem. Sollte an der Schnauze aufhören, damit es besser wird. Hier habe ich einfach vorne und hinten abgeschnitten. Ausgehöhlt mit der Dekubiersäge und dann wieder drauf geleimt. Es ist alles wirklich kein Problem, es ist nicht schwierig, man muss es nur machen. Und falls jemand Lust hat, so ein Schweinchen nachzubauen, ich wünsche euch dabei viel Spaß. Es ist ein relativ schnelles Projekt, wenn der Leim nicht so lange zum Trocknen brauchen würde. Und jetzt muss ich nur noch etwas Schnur haben, damit das Schweinchen auch einen passenden Schwanz bekommt. Nun werden wir mal sehen, wie man den Ringelschwanz am besten hinbekommt. Von der Dekubiersäge habe ich hier noch ein kleines Drähtchen.
Das ist um die Sägeblätter gewickelt gewesen. Jetzt versuche ich es einfach mal mit diesem. Wickle das hier einfach um das Schwänzchen oder um das die Schnur, die später mal das Schwänzchen darstellen soll. Und dann einfach wieder ins Loch. Und das Ringelschwänzchen daraus bilden. Noch nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber doch besser wie vorher. Ein etwas stabilerer Draht in der Schnur wäre hier natürlich sehr gut. Aber ich lasse es jetzt so. Es ist ja das erste Schweinchen, da kann ich noch etwas üben. Da ich keinen schwarzen Edding habe, male ich einfach mit Bleistift mal die Äuglein ein. So, und hiermit ist das Ding fertig, das Schweinchendöschen. Jetzt nehme ich noch Leinölfirnis und behandle das. Und das ist das fertige Kunstwerk. Ich wünsche euch viel Spaß, seid vorsichtig, verletzt euch nicht und habt immer Spaß bei der Arbeit.